Da steht er, der zerlegte Tesla. Wir müssen ein paar Sachen machen, und zwar die Bremse vorne und hinten ist fällig. Und gemerkt haben wir das, weil der gequietscht hat wie ein Güterzug. Und wie das alles geht und warum und wie und was und wo, das zeige ich euch heute in diesem Video. Also wenn euch das interessiert, dann jetzt dranbleiben und viel Spaß bei diesem Video. Wenn ich schon mal eine Bremse gewechselt habe, dann ist das hier beim Tesla fast das gleiche. Das größte Problem ist tatsächlich die elektrische Handbremse. Das hat man aber eigentlich bei fast allen Autos mittlerweile. Was wir jetzt machen, ist einmal die Räder schon mal vorab lösen, weil das geht nur, solange die auf dem Boden sind. Dann stellen wir das Auto in den Abschleppmodus, dann das Rad runter und dann geht es schon an die Bremse. Was ihr alles dafür braucht, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Das heißt, ihr könnt dann einfach das so eins zu eins nachmachen. Ungefähr eine Stunde pro Seite muss man rechnen. Wenn man eine Seite gemacht hat, geht die zweite wahrscheinlich schneller. Aber jetzt geht's los. Und hier sieht man schön das Problem, was eigentlich alle Elektroautos haben. Dadurch, dass die Autos so gut rekuperieren, benutzt man kaum die Bremse und dann sehen die Bremsen so aus. Damit würde man auf keinen Fall TÜV kriegen. Die Bremsscheiben können tatsächlich noch in Ordnung sein, aber die Belege sind runter. Und woran man das merkt, ist dieses Kratzen. Das ist ganz witzig. Es ist also normalerweise bei Autos, dass man einen Durchschleifkontakt hat und wenn der durchgeschliffen ist, dann hat man eine Meldung vorne im Kombi-Instrument. Bei Tesla ist es anders. Die haben einfach so einen Kratzer an der Seite. Der kratzt an der Scheibe. Und zwar, das sieht man hier ganz schön. Da. Und man sieht hier auch den Belag von der anderen Seite. Da ist einfach nichts mehr drauf. Ne? Das heißt, der hat an der Scheibe geschliffen und das hört sich an wie ein Güterzug. Und dadurch merkt man, okay, jetzt muss man die Bremse wechseln. Und das machen wir jetzt. Grob kann man sagen, man nimmt jetzt erst den Rahmen ab, wo die Bremsbeläge drin sind. Dann wird das Sattel abgemacht und dann können wir die Scheibe hier entfernen. Die ist nur mit einer Schraube fest. Und danach wieder alles zusammenbauen. Das Gröbste, was da dann kommt, das ist halt das Problem mit der elektrischen Handbremse. Wir müssen den Kolben einmal komplett zurückschieben, weil die Belege natürlich jetzt einen Zentimeter größer sind als vorher, weil sie ja jetzt abgefahren sind. Das ist ein bisschen tricky, aber das zeige ich euch nachher auch. Aber jetzt zerlegen wir erst einmal kurz die Bremse. Komplett zerlegt. Was man jetzt einmal machen muss, man muss einmal die Radnabe sauber machen und dann haben wir so ein bisschen Zinkspray, was wir da drauf machen, damit das nicht gleich wieder so festrottet. Das gleiche machen wir mit dem Halter von den Bremsbelägen auch. Auch der wird einmal sauber gemacht. Dann kommen die neuen Bremsbeläge rein und was wichtig ist, entweder entlastet ihr den Bremssattel so, wie das hier ist, mit dem Karton oder mit einem Block oder was auch immer. Oder man kann es auch mit dem Kabelbinder oben an die Achse feststrappen. Wichtig ist, dass die Leitung, die Bremsleitung nicht unter Zug steht die ganze Zeit. Einfach als Vorsichtsmaßnahme. So, und das Auto hat jetzt 80.000 Kilometer runter und jetzt sagt ihr, okay, die Bremse ist schon ganz schön fertig.
das ist irgendwie dem geschuldet, dass zu wenig gebremst wird. Ne? Die Belege, das ist normal, dass sie nach einer ganzen Zeit ausgetauscht werden müssen. Aber so gerade die Bremsscheibe, die hätte eigentlich besser aussehen können, wenn man gebremst hätte. Deswegen, wenn ihr einen Tesla habt, öfters mal in Neutral schalten und einfach mal in die Ortschaft reinbremsen, damit das nicht wieder so schnell passiert. Aber jetzt machen wir die einmal neu und dann einmal alles sauber machen, zusammenbauen und dann geht's nach vorne. Wie gesehen, dann haben wir Drehmomentschlüssel benutzt. Wenn ihr keinen habt, verlinke ich euch mal unten in der Beschreibung diesen hier. Der ist relativ günstig, aber qualitativ hochwertig und vor allen Dingen gerade an Stellen, wo du nicht hinkommst und wirklich eine enge Klickraste brauchst, weil du den Drehmomentschlüssel nicht viel bewegen kannst, da ist sowas gut. Ne? Ich verlinke euch den mal unten. Wenn ihr noch keinen habt, dann könnt ihr darüber einen besorgen. Tatsächlich noch die Scheiben relativ gut, also von der Stärke her und auch die Belege wären noch in Ordnung. Aber was man sieht, das Tragbild ist nicht mehr in Ordnung. Das heißt, deswegen vorne muss auch definitiv gemacht werden. Nächstes Jahr ist TÜV und dann machen wir es jetzt schon mal fertig. Dann ist das Thema durch. Die Hinterradbremse ist aufgrund der Handbremse natürlich extrem aufwendig. Die Vorderradbremse ist total einfach. Das heißt, wir haben hier den Sattel, der ist mit zwei Schrauben fest, den schraubt man einfach ab. Und dann sind oben zwei Stifte drin, die werden einmal kurz rausgetrieben. Dann kann man die Belege wechseln. Man kann die Kolben mit der Hand zurückdrücken. Das ist der Vorteil von solchen Festsattelbremsen, also von vier Kolben Festsattelbremsen. Und dann wird die Scheibe getauscht und dann wird alles wieder zusammengebaut. Eine Vorderachse vorne dauert genauso lange wie ein Rad hinten. So, deswegen, das machen wir jetzt kurz und dann ist das Auto fertig. Dann vorsichtig noch beim Einbremsen. Alle Teile, alle Sachen, die ihr braucht, verlinke ich euch unten. Auch die Drehmomente, die man für die ganzen Schrauben braucht und so, werde ich euch unten verlinken. Und dann viel Spaß beim Nachbauen. Thank you.
Tschüss. Das war's. 4 Stunden hat es jetzt gedauert. Wichtig ist, wenn ihr die Bremsen getauscht habt, ne, fahrt vorsichtig los. Die Bremsen müssen erst eingebremst werden. Das heißt, vorsichtig auf der Landstraße und auch jetzt unterwegs. Bremse immer mehr belasten. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir das unten gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und ein Follow freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video.